Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Ratoto beim Clan Dead Reaper. Ja, ich bin heute auf meinem relativ frischen Eratos 9 Account und ich will einfach mal eure Ideen aufschnappen. Also machen wir einfach mal eine kleine Push-Serie. Ich denke mal, wir pushen diesen Account erstmal in die Meisterliga und danach sicherlich auch nach Champion. Mal sehen, ob das mit so einem kleinen Account geht. Klar, werdet ihr jetzt sagen, geht ganz, ganz locker, Toto. Habe ich schon als RH8 gemacht. Ja, weiß ich, Leute. Ich hätte das auch mit dem hier als RH8 machen können. Aber ich habe nie so die Muße dazu gehabt und auch nie so die Zeit investiert in diesen Account. Das war ja dann doch eher ein RH8 CW-Account. Also mit dem habe ich eigentlich nur Clankriege gespielt. Der war ja wirklich monatelang auf Rathaus 8, wenn nicht sogar weit über einem Jahr. Und ich habe mich ja erst vor kurzem dazu entschlossen, hier überhaupt Rathaus 9 zu werden. Und also gehen wir dieses Projekt einfach mal an. Ich hoffe, das gefällt euch. Das gefällt zumindest denen, die so ein bisschen so auf meinem Level sind. Ich bin ja mit dem anderen Rathausern viel, viel höher. Aber das nichtsdestotrotz liegt mir eigentlich jeder Account am Herzen. Und ich würde sagen, damit wir mal wegkommen von dieser Chief Base hier, gehen wir jetzt mal ins Menü und bauen uns jetzt erstmal eine ordentliche Base hier auf. So, und das Spiel wollte ich natürlich nicht beenden, sondern ich wollte hier in den Editor rein. Also machen wir mal, ich mache heute erstmal ein Speedbild mit euch. Da könnt ihr euch mal so richtig kaputt lachen, wie ich mit euch ein Speedbild mache. Also, ihr kennt diese Base und ich kenne sie natürlich auch. Und würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier ein Speedbild raus. Ich nehme erstmal die lauen Mauern hier außenrum rein und dann sehen wir mal weiter. So, dann sind wir fertig mit der Base. Ja, das war mein Speedbuild. Klar habe ich die vorher schon fertig gehabt. Gar keine Frage, denn so ein Speedbuild, das ist nicht mein Ding. Tut mir leid, Leute, da muss ich euch leider enttäuschen. Ihr könnt euch die Base gerne einmal abfotografieren hier. Fotomodus. So sieht also meine typische RH9 Farmbase aus und so kann sie jetzt auch bleiben. Ich denke mal, wir wechseln dann auch mal da drauf. Ich aktiviere die mal und dann schwenken hier die Truppen um. Ja, also wollen wir mal anfangen zu pushen. Ich habe hier natürlich eine coole Armee am Start. Ist klar, es ist ein Hog Rider Event. Und ich habe mir auch ein bisschen Verstärkung geholt, was das Spenden angeht. Denn ja, manchmal dauert das Spenden, wenn ich so pushe, also mir dauert es dann viel zu lange. Aber die Leute wissen natürlich hier gar nicht, dass ich pushe. Ich hätte es natürlich auch mal sagen können, so nach dem Motto, hey Leute, ich pushe mal. Ich brauche mal ein bisschen fixer die Truppen hier in die CB rein. Und dann haue ich hier nämlich richtig mal rein. Ich habe ja natürlich auch Ziele. Die Queen soll hier auf Level 5 gehen. Und ich will auch das letzte Armeelager hier anstarten. Ja, und manchmal traue ich mich auch in relativ starke Bases rein. Ich meine, die hier hat jetzt den einen X-Bogen da verschossen und ist natürlich jetzt gar nicht mal so schlecht. Was habe ich in der Clanburg? Ich habe Riesen in der Clanburg, perfekt. Wo ist der Flächenschaden? Ja, Riesen und Heiler, das ist schon mal nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen von hier unten aus rein, denn dann haben wir gleich den King weg. Und hier geht es jetzt mit Heilern erstmal in diese Base rein. Also, so starten wir hier mal den Push so ein bisschen und ja, die Queen einfach mal direkt vor dem Magierturm gesetzt. So, jetzt gucken wir mal, die latschen da, aber sowas von außen rum, okay. Da muss ich die, glaube ich, gleich springen lassen, mal sehen, so ein paar gehen jetzt noch rein, das ist ganz gut, dann lassen wir die hier mal springen. Und ich habe ja meine Hogs auch noch dabei, ja, Queen ist jetzt schon weg, die kann ich immer noch nicht zünden, also die muss ich in jedem Fall mal machen. Und jetzt bringen wir die hier mal in Wut, denn letztendlich sollen es hier natürlich die Hogs reißen. So, dann lassen wir die Meute hier mal auch los auf die Base hier, denn die müssen das Ganze hier reißen. Oh, da sind schon so ein paar jetzt in einer Riesenbombe gelandet. Ja, mal gucken. Oh, das sieht aber noch ganz gut aus, glaube ich. Ich glaube auch hier, ich habe erst 210 Truppen mit diesem Account. Jetzt heile ich die hier nochmal komplett durch. Und da muss ich schon mal so ein bisschen hier für Clean absorgen, dass ich hier dann auch die Masse
mitnehmen kann. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Hier erster Angriff. Ich wollte übrigens gleich noch eine Frage klären. Denn was mich brennend interessiert, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, vielleicht wisst ihr es. Ich bin mit Avatar in diesen Clan reingekommen, weil ich mir gleich selber so ein bisschen spende. Ja, ist natürlich so ein bisschen ein kleiner Luxus. Also ich werde mir gleich selber so ein paar Truppen in die Clanburg spenden. Und dann geht das hier ein bisschen schneller, weil ich gleich anfange zu schieben. Aber ich werde gleich mal beim Avatar den Obelix-Trank nehmen. Und dann habe ich eigentlich die Bola auf 3. Ne, stimmt gar nicht. Ich habe die gar nicht auf 3. Das ist ein RH10er. Ach, vergesst es, was ich euch gerade erzählt habe. Ich wollte sie eigentlich auf 3 haben, aber das ist ja noch ein RH10er. Ich war jetzt gerade ein Rathaus weiter. Trotzdem können wir mal die Probe machen. Ich nehme jetzt mal mit dem Avatar halt. Ich baue die eben mal nach hier. So, die bauen wir einmal nach, ausbilden. Dann nehmen wir hier auch den Trank, damit sich das Pushen auch so ein bisschen lohnt. Nicht verkaufen, sondern benutzen. Und ich nehme jetzt mal mit dem Avatar. Also ihr seht das hier in dem Clan, wo ich gerade bin, ist der Avatar drin. Den nehme ich da allerdings auch wieder raus. Und ich nehme jetzt mal diesen Obelix-Trank mit Avatar. Da use ich ihn jetzt und jetzt schaue ich mal, denn ich habe mit Avatar natürlich noch längst nicht alle Truppen maxed. Aber ich will jetzt mal schauen. Okay, ich sehe das jetzt noch nicht so. Ich werde jetzt mal gerade was fordern. Und Golem Riesengift, okay. Dann haue ich da jetzt mal einen Packer rein. Ich will mal gerade schauen, den Packer. Da ist der Packer. Mal gucken, was ich jetzt für einen Packer kriege. Okay, trotzdem nur einen Level 3 Packer bekommen. Das ist ja ein bisschen doof. Das ist wirklich suboptimal. Und auch derjenige hier, der Barbo, kriegt von mir nur, der kriegt nicht die Max-Truppen. Ah, okay, ich muss sie gebaut haben. Oder wie sehe ich das? Muss ich die Truppen wo gebaut haben? Ich weiß es gar nicht. Ja, das checke ich gleich nochmal. Also ich habe jetzt auf jeden Fall den Trank genommen und sehe, dass ich hier einiges jetzt auf Max Level habe, was mein Rathaus betrifft. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ob es da Level 7 gegeben hat. Das checke ich gleich mal. Ich werde mal hier eben was verspenden und nochmal 3 Riesen nach ausbilden. Ja, mal sehen. Ich habe jetzt einen Packer 3 gekriegt und einen Riese 6. Das machen wir gleich mal anders. Und während hier meine Helden noch reggen, springe ich eben mal ins Nachtdorf. Denn ich habe immer noch einen Angriff offen. Hier, das Nachtdorf nervt mich so ein bisschen. Hat natürlich nichts mit dem Pushen hier zu tun. Ich spiele es einfach mal eben zwischendurch. Und hier spiele ich aber meine Armee mit den, wie heißen sie, mit den Barbaren und mit den Riesen. So, jetzt schicke ich erstmal so ein paar Barbaren hier in die Fallen. Hoffentlich rein, durch die Ecken hier. Soll sie jetzt reingehen in diese Base hier. Und jetzt muss ich mal schauen, da. Ich glaube, das ist ja sogar die Base, die ich habe, oder? Jo, das ist sogar die Base, die ich habe. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, also mal gegen meine eigene Base hier ran antreten. Und, da müssen wir die Clanburg eben mal wegmachen. So, jetzt haben wir aber hier schon mal ein Loch, mal sehen, wir müssen ja, guck mal, meine Kampfmaschine ist schon am RH, das ist natürlich super und ich weiß, dass hier unten immer eine Falle lauert, jawohl, da lauert die Falle, dann ziehen wir hier die beiden, das ist meine Base, auch nicht schlecht, ich musste jetzt gerade gegen meine eigene Base antreten und schaffe nur 2 Sterne, das ist natürlich schwach, aber dann sehe ich mal ein Beispiel hier, wie man die aufbauen kann und wir haben gewonnen. Auch nicht schlecht. 17%, das ist natürlich echt mau. Und ihr seht das hier, also meine Base ist vom Layout genauso. Nur von der Anordnung der Defenses hier war es, glaube ich, anders. Er hatte, glaube ich, hier unten, wo ich meine Luftbombe habe, hat er seinen Multimörser und andersrum. Aber hier dauert es jetzt noch gerade eine Sekunde. Und ich habe die Suche einfach schon mal vorab gestartet, denn es gibt nichts Schlimmeres als YouTuber, die irgendwelche Bases suchen, also zumindest im Clash of Clans Bereich. Und ihr seht das hier, ich habe einen Packer und einen Riesen dabei. Ich würde sagen, auch hier gehen wir. Wir gehen mal erstmal mit einem Riesen voraus. Vielleicht hat er ja doch was in der Clanburg. Manchmal ist es ja so, dann denkst du, naja, komm, der ist clanlos, abgefahren bzw. hat keine Liga. Aber er hat schon einen Baum. Toll, ich habe noch keinen Baum. Naja gut, dann nehmen wir die hier jetzt mal mit rein. Hier schicken wir unsere Heiler wieder und unsere paar Magier ein. Lasse ich mir allerdings noch über für den Rest Cleanup. Und den müssen wir eigentlich packen hier mit dem RH9. Wir springen mal hier.
und schicken jetzt mal unsere Helden hier mit rein. Queen geht rein, King geht auch rein, jawohl. Das sieht schon mal gut aus hier. Und dann können wir hier die Heiler mit den Riesen mal ein bisschen in Wut versetzen. Ich level übrigens gerade die Heiler. Also die Heiler laufen bei mir gerade im Labor auf 4, denn ich denke mal, die kann man richtig, richtig gut gebrauchen. Und ich ziehe jetzt hier mal meine Hocks rein. So, ein paar da, ein paar da. Und dann schauen wir mal, dass, wo wir den Heil brauchen. Ich denke mal, hier ist so ein Heil ganz gut aufgehoben. Klar habe ich natürlich ein Zauber hier mehr als ein Rathaus 8er. Und so ein 8er hier ist Max Out 8er. Den muss ich einfach als Rathaus 9 schaffen, vor allen Dingen beim Farmen. Und ich brauche noch nicht mal alle Heilzauber. Ich brauche noch nicht mal alle Heilzauber hier. Den einen kann ich mir super einsparen. Dann kann ich hier jetzt schon anfangen mit Cleanup. Und ja, das ist natürlich klasse. Dann spare ich mir hier auch ein bisschen Elex, denn das Armeelager kostet ja auch 2,25 Millionen, glaube ich. Und ich habe gleich auf jeden Fall ein Packer fertig. Mal sehen, ob der dann wenigstens auf Level 5 hier in die Clanburg passt. Beziehungsweise Riesen habe ich jetzt eben mir sagen lassen. Ich habe ja eben noch Riesen gespendet mit dem Avatar, das habt ihr nicht gesehen. Die waren Level 7, als ich sie gespendet habe. Und das ist ja der Max-Level. Ja, okay, die waren Level 7. Die habe ich sowieso auf 7. Also, ich muss jetzt nochmal einen Packer fordern. Und dann sehe ich, ob der Packer auf 5 hier reingeht oder ob er... Jetzt muss ich gerade mal gucken, was ist hier zu viel. Ah, okay, hier ist ein Heilzauber zu viel. Den nehmen wir hier mal raus. Dann kommt der Sprung hier raus. Und den machen wir wieder weg. Ihr kennt das auch schon von mir. Also bis sofort. So, ich kann wieder anfragen. Und ich glaube, ich habe jetzt das Richtige gefunden, beziehungsweise ich weiß, wie es geht. Also ich frage jetzt nochmal an. Ich muss nur schnell genug sein. Golem Riesengift. Ich sage mal einfach senden und mal gucken, was ich jetzt vom Avatar in die Base reinbekomme. Schon wieder nur ein Level 3 Packer. Okay, also beim Spenden hat das keine Auswirkung. Ich bekomme immer nur das, was ich im Labor habe, aber ich selber kann mit einem Level 5 Packer angreifen. Okay, dann weiß ich Bescheid, wie der Hase läuft. Und ich brauche erstmal keinen Packer mehr bauen hier. Den Level 7 Riesen habe ich natürlich schon beim Avatar. Und okay, da weiß ich Bescheid. Oh, der ist natürlich nett. Der ist nett, aber ich denke mal für meine Truppe, na, was meint er? Bisschen zu heftig. Etwas zu heftig hier. Da ist so einer hier viel, viel richtiger. Ich kann euch auch sagen, warum. Den nehmen wir mal mit. 1600 Dunkles für ein Rathaus 9. Boah, das ist nicht schlecht, aber der Rest ist nicht so gut. Der Rest ist nicht so gut. Da ist der hier schon ein bisschen besser. Den nehmen wir auch mal. Jetzt muss ich muss wieder einen Riesen mal wieder vorschicken. Der hier guckt. Oh, siehst du, der hat Clanburg. Okay, der hat Clanburg. Da hat sich das Loggen mal gelohnt. Und jetzt muss ich mal schauen. Die kommen nicht bei Lufttruppen. Das heißt, ich muss irgendeine Erdtruppe hier hinten in die Ecke mal reinschicken. Und muss die mal hart giften hier. Mit einem... Ich würde sagen, wir giften die hier mit... Ruhig mit dem großen Gift hier. Die ziehen wir nochmal dazu. Und einen Lakaien. Mal sehen, ob wir die Clanburg hier schaffen. Das sieht aber erstmal ganz gut aus. Ah, komm, ich kann die Queen nicht zünden. Das ist halt mein kleines Problem. Und dann geht das hier jetzt in die Base. Ja, ich hatte mir einen Lohn gespendet. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen außen clearen, dass mir der Packer nicht ganz rumrennt. Oh, doch, der rennt ein bisschen rum. Naja, ist nicht so schlimm. Lassen wir den Packer halt rumrennen und nehmen wir die hier mit rein. Dann setzen wir hier den Sprung. Das sieht noch ganz gut aus. So sage ich es ja immer. Die Queen stiebt mir natürlich jetzt schon wieder immer noch nicht zündbar. Ja, okay. Da muss ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger mitleben. Dann bringen wir die hier jetzt mal in Wut. Der Packer geht hier außen richtig schön rum. Und mal sehen, wie ich meine Hocks hier jetzt rein spammen kann. Ich behalte mal noch 2. Denn ich spamme hier natürlich voll in den einen Minenwerfer rein. Ach, nicht Minenwerfer. Oh, shit. Das war doof. Das war doof. Der ist, ja okay, die sind jetzt ein bisschen dumm gehüppelt. Mal sehen, das müsste aber trotzdem noch ganz gut funktionieren. Wir heilen die hier nochmal durch. Die müssen das in jedem Fall packen. Und ich darf den King nicht vergessen. So, das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Das hast du gut gemacht, Toto. King ist noch am Start. Die Hocks müssen es aber reißen. Ja, King bleibt wieder über. Super, super gemacht hier.
läuft, würde ich sagen. Läuft hier mit meinem kleinen Account und wieder ein bisschen Dunkles reingekarrt. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon unsere ersten Ziele erreicht, denn wir haben schon 2,4 an Elex. Da kommt jetzt noch ein bisschen was rein. 113.000, ja, das sieht super aus. Und wir kriegen auch 3 Sterne, kriegen auch 20 Pokale. Wir sind also gleich schon auf Gold 1, also schon mal auf dem Weg zu Kristall. Ich denke, so geht das hier auch in diesem Event sowieso weiter. Denn ich hätte fast gesagt, mit Hox und so einem gerade so Rathaus 9er mit 210 Truppen, da kannst du hier gegen so einen 8er. Da muss es schon richtig schief laufen. Ich meine, ich habe ja jetzt auch mal relativ gut gelockt, also Oldschool locken. Erstmal mit einem Riesen und dann so ein bisschen was gesetzt. Also gar nicht mal so viele. Ich habe ja gar nicht so viele Magier dabei. Das kommt noch dazu, aber schön den Gift hier, denke ich mal, eingesetzt. Und ja, das passt. Ich habe vor allen Dingen jetzt wieder ein Event geschafft. Ich musste nämlich in einen Angriff hier 1500 Dunkles machen. Ich habe jetzt 2510. Viel mehr geht hier jetzt auch nicht. Was ist das hier? Setze 2 Packers ein. Für 100. Was müssen wir hier machen? 5000 im Mehrspieler. Ja, das machen wir. Das machen wir mal. Und ja, wir machen hier einfach munter weiter. So, nächster Angriff kurz vor Gold hier. Und ich habe mir jetzt mal ein bisschen was anderes in die Clanbox spenden lassen. Denn der Packer, ja, ich meine, wenn er reinrennt, ist er in Ordnung. Aber einen Dreier kann ich mir natürlich selber machen. Den brauche ich nicht. Und meistens fordere ich dann immer genau... Ui! Immer genau das an, was ich nicht habe. Und was ich nicht habe, das werdet ihr gleich sehen. Ich schicke mal ein. Okay. Einer reicht. 1, 2, 3, 4. Ich hau gleich die Clanburg raus. Denn dann seht ihr auch gleich, was da rauskommt. Also ein paar Bowler hier im Gepäck. Ist sicherlich nicht schlecht. Die lasse ich jetzt erstmal ein bisschen rennen. Und King und Queen hier mit rein. Damit die Riesen denn gleich auch durchgehen, lasse ich sie hier mal springen. Mal sehen, der Sprung müsste eigentlich ganz gut gewesen sein. Ich gehe mal ein bisschen näher rein. Ja, der sieht sehr, sehr gut aus. Und wir lassen die noch mal ein bisschen laufen. Hier die Bowler sollen ruhig ein bisschen in die Mitte gehen. Mit King und Queen hier. Dann nehmen wir die mal in Heil, beziehungsweise nicht in Heilung, in Wut rein. Und ihr seht das selber. Ja, Sonne-Base ist natürlich top. Sonne-Base ist top hier mit so ein bisschen... Ich nenne es mal ein bisschen Dev. So, wo gehen die weiter hin, die Hog Rider? Die gehen nach da. Boah, naja, komm. Ich gönne mal hier den Hog Rider noch ein Heil. Und ich habe noch ein Gift über. Brauchen wir wirklich noch ein Heil? Ich glaube, wir können den Heil. Ja, wir können uns den Heil wieder sparen. Ich glaube, wir können uns den Heil wieder ganz, ganz locker sparen. Denn das ist auch wirklich mal wieder eine schwache Base hier. Ja, genau so welche sucht man sich natürlich, wenn man pusht. Und das sind 19 Pokale hier. Mal gucken, wo wir gleich landen. Ob wir schon in Kristall sind, beziehungsweise nicht in Kristall, in Gold 1. Aber die Ressourcen, die kann ich natürlich absolut nicht liegen lassen hier. Und ich glaube, das war eine gute Geschichte, das heute Abend mal anzugehen hier. Also vielen lieben Dank nochmal für die Vorschläge hier dieses kleinen Projekts. Freut mich auf jeden Fall. Und ich habe das einfach mal aufgeschnappt. Versuche das jetzt mal so ein bisschen umzusetzen. Dann sehen wir auch mal ein bisschen was anderes in meinem Kanal. Und dann gucken wir mal, wie wir jetzt unsere Bauarbeiter hier vor allen Dingen sinnvoll beschäftigen können. Aber vorher machen wir hier natürlich die schnelle Ausbildung. 1-1, hier ist wieder einer zu viel. Den nehmen wir so. Und auch das kennt ihr. Gift weg. So. Dann schauen wir mal, was wir hier jetzt eigentlich in der Base machen können. Wir haben jetzt 2 Bauarbeiter frei. Den nächsten kriege ich allerdings auch schon wieder in 10 Stunden frei vom Elixiersammler. Ich muss auf jeden Fall, ich will den Goldsammler hoch haben und ich will natürlich dieses Lager hier hoch haben. Deswegen nehmen wir uns jetzt einmal die Treasury hier vor. Und das, was ich natürlich hasse, ich musste hier leider aufhören, Mauern zu machen. Das ist natürlich No-Go. Also, hier mache ich Mauern ganz, ganz hart weiter. Ich mag das halt. Da fehlt noch eine Stufe. So, 500.000. Was brauchen wir denn hier eigentlich an Elex? 25 Elex und da Elex, ja. Da können wir hier in jedem Fall einfach die Mauern weitermachen. Ich fahre mir ja jetzt noch so ein bisschen ran. Und ihr seht, das geht ganz gut. Einfach nur mal als Hinweis. Was die morgige Folge angeht, morgen sehen wir einen der besten Clans Deutschland. Bei mir im Video, okay, hier geht jetzt nicht mehr, dann nehmen wir den hier, das Elixierlager, nein, das Goldlager, das war schon auf 7, das nehmen wir hier und dann haben wir noch für das vierte
Lager hier, beziehungsweise für das vierte Lager, haben wir genug Elex am Start, das können wir machen. Damit habe ich jetzt alle Lager dann vor allen Dingen im Bau. Das seht ihr hier, hier kommt noch eins hoch in 3 Tagen und das hier in 5 Tagen. Also geht super ab hier, also morgen Video mit dem besten Clan Deutschlands, könnt ihr euch anschauen, wird eine richtig coole Folge. Ich hoffe, diese Folge hier, Road to Master, oh, wir sind ein Hoch, ja, ich sehe es gerade, wir sind ja ein Hoch, befördert, Gold 1, also Gold 1 haben wir gepackt, Kristall 3 ist also das nächste kleine Ziel, setzt euch also lieber kleine Ziele, macht sie, setzt sie durch, so wie ich, und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, wenn dem so ist, lasst mir am Ende, wie immer, den dicken nach oben da, und bis dahin, euer Toto, flasht.